Ja, wie ihr gesehen habt, waren wir oder war ich mit dem 335i der Baureihe F30 auf dem Leistungsprüfstand und haben dort mehrere Messungen gemacht und noch ein bisschen den Feinschliff am Fahrzeug. Wir lagen jetzt im Endergebnis bei 400, knapp 420 PS und 580 Newtonmeter. Es ist haltbar abgestimmt, es ist so abgestimmt, dass es langlebig ist und bleibt. Wir waren von den ganzen Werten, Temperaturen etc. Völlig noch in der Toleranz. Das heißt, wir hätten noch ein bisschen Spiel. Allerdings ist hier die Thematik, lieber mache ich es richtig, dass es haltbar ist, dass es im Alltag fahrbar ist, dass es keinerlei Probleme gibt, bevor ich anfange, irgendwelche Temperaturkennfelder hoch oder runter zu schreiben oder was auch immer. Und deswegen haben wir uns entschieden, es jetzt mal vorab zu lassen. Kunde kommt jetzt am 15. Dezember nochmal für das Thema mit dem Schubknallen. Das war jetzt auf die Schnelle heute nicht möglich. Ich bin gespannt, wie es sich anhört. Wir haben an diesem Auto folgende Hardwareänderungen. Also wir haben nicht rein nur den Datenstand geändert, sondern es ist eine Downpipe verbaut. Und nachträglich wurde noch ein Ladeluftkühler verbaut. Ist natürlich so, dass jeder, der die Motorhaube kennt, weiß, dass die N55, zumindest die erste Generation oder die ersten Baureihen Modelle, dass die relativ anfällig waren bezüglich der Thermik. Und deswegen kann man das natürlich mit dieser Sache, sage ich mal ganz vorsichtig, umgehen bzw. nachhelfen, dass es nicht so schnell dazu kommt, dass er in irgendwelche Regelbereiche geht, weil die Temperatur an den Grenzwert steigt. Und das ist hier der Fall. Das heißt, wir haben Downpipe Ladeluftkühler und man merkt es definitiv deutlich. Also das Fahrzeug ist richtig, richtig giftig. Ich hatte ja das Diagramm im Prüfstand, apropos Diagramm. Da haben wir noch E63 Audi A8. Wir haben das Diagramm im Video gesehen und wie ihr seht, haben wir von 2.500 oder von 2.400 Umdrehungen bis knapp über 5.000 Umdrehungen volles Drehmoment. Das heißt, wir haben da nicht irgendwo groß einen Abfall oder ähnliches. Das heißt, wir haben ein relativ großes Drehzahlband, das Drehmoment anliegen. Und das finde ich viel wichtiger, wie irgendwie einen Peak anzufahren und danach das Ding runterfallen zu lassen. Das fühlt sich zwar im ersten Cinema kurz so punchmäßig an, aber es ist unterm Strich nachher nicht schneller. Ja, lieber gleichmäßig, linear, sauber abgestimmt und fahrbar, haltbar. Die ganzen Sicherheitskennfelder, Fehlerklassen, Temperaturkennfelder etc. Finger weg lassen. Es funktioniert, das Auto macht Spaß, es geht richtig gut vorwärts. Wir fahren in diesem Fahrzeug, in dem Fall Ultimate 102. Das kann auch jeder halten, wie er es möchte. Wenn man die Grenze haben möchte oder Richtung Grenze gehen möchte, dann ist das Pflicht bzw. ist das vonnöten. Aber hier muss es jeder Kunde selber wissen. Für dieses Fahrzeug kann ich euch verschiedene Hardware-Komponenten anbieten. Ich kann euch eine Downpipe anbieten ohne Cut. Ich kann euch eine Downpipe mit Sportcut anbieten. Ich kann euch EWG-Downpipes anbieten, also mit Zulassung. Verschiedene Ladeluftkühler. In dem Fall tendiere ich eigentlich immer eher zu Wagner Tuning, weil ich weiß, was wir hier für eine Qualität haben und was auch für euch dann in dem Fall das Beste ist. Natürlich Felgen, natürlich Reifen, natürlich Fahrwerkstechnik. Ja, da könnt ihr einfach auf uns zukommen. Ich habe unten in der Bio nochmal die E-Mail-Adresse, wir haben die aktuelle Homepage, die aktuell gerade noch mal kurz außer Betrieb ist, um ein paar Sachen noch zu ändern. Ja, jetzt würde ich sagen, wir machen da gar nicht arg weiter rum. In den nächsten Videos wird relativ viel Elektrofahrzeug-mäßig Inhalt kommen, weil das momentan gerade ein Thema ist, aber das seht ihr dann im nächsten Video. Jetzt wünsche ich euch eine ruhige Nacht und wir sehen uns in einem unserer nächsten Videos. Bis bald. Ciao.